Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge von Dragon City. Ich grüße den Leon Pro mit Unterstrich. Wie auch immer das man jetzt nennt. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon City. Ja, ich wollte eigentlich gestern aufnehmen, aber die Drachen waren nicht fertig, die ich eigentlich in der Aufnahme machen wollte. Und ich wollte jetzt nicht die Edelsteine dafür ausgeben. Deswegen werde ich es heute aufnehmen und es wird aber auch heute hochgeladen. Also danach, nachdem ich es aufgenommen habe, werde ich es auch direkt schneiden und so gegen 18 Uhr wird es dann online sein. Ja, warum nehme ich ein Video auf? Denn seit gestern gibt es ein neues Heldenrennen. Das habe ich gestern, glaube ich, auch gepostet, sozusagen auf YouTube. Diese Dings, ich weiß gerade jetzt nicht, wie das heißt, Community, wie auch immer. Da habe ich ein Bild, ein Dings, wie auch immer, der jetzt nicht geguckt hat, ist jetzt nicht so schlimm, aber es gibt einen neuen hohen Drachen. Ja, und ich bin etwas, wie soll ich sagen, nicht so... Ich bin einfach wieder enttäuscht von Dragon City, weil die einfach wieder so einen nicht so tollen hohen Drachen rausgebracht haben, sondern es passt schon zu Winter. Ja, wir haben Weihnachten in 2 Wochen oder, keine Ahnung, ja, 2 Wochen. Aber dass es so ein Drache ist und dann so schlecht gewählt, also das wollen wir uns heute angucken. Und die Drachen, die jetzt natürlich fertig sind, ist natürlich super. Also, die sind hier irgendwo. Ups. Ja, ich verbessere ein paar Lebensräume damit, die da platziert werden. Ja, da habt ihr schon gesehen. Ich habe da so einige Drachen bekommen. Und da wollte ich gerade nicht drauf gehen, weil ich das gerade gemacht habe. So, erstmal bedanke ich mich ganz herzlich wieder für die tüchtige Arbeit hier in der Allianz mit den Truhen. Finde ich super. Wir kriegen wieder Kugeln von den Stegoschock. Das war jetzt nicht absoluter Mega-Preis, weil wir eigentlich schon, da bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, wen ich wählen soll. Tut mir leid, aber ich mache das auf jeden Fall am Wochenende. Ja, wir werden uns heute den hohen Drachen angucken. Und zwar, ja, ich weiß, Erklärung. Momentan bin ich auf Platz 3 und Runde 4. Ich möchte jetzt nicht unbedingt den hohen Drachen haben, weil er für mich es eigentlich nicht lohnt, weil ich so einen ähnlichen Drachen habe, theoretisch gesehen. Also die Elemente sind ein bisschen anders, aber brauche ich es eigentlich nicht. So, und zwar haben wir ein Heldenrennen mit einem hohen Drachen. Und zwar heißt er der hohe weiße Königin-Drachen. Ja, wir haben schon wieder eine Königin-Drache. Und ich glaube, dass Dragon City nicht unbedingt den... auf Englisch heißt er High White Queen Dragon. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist, ich glaube, dass Dragon City wollte jetzt nicht unbedingt Schneekönigin, weißt du, hohe Schneekönigin nehmen, weil ist ja, ne, ist von Disney, ist, oder wie auch immer, Elsa oder keine Ahnung, dafür das heißt ja nicht die Schneekönigin. Ist ja das auch egal. Ich glaube, das durften sie nicht nehmen, also haben sie was anderes genommen. So, wir haben also den hohe weiße Königin-Drache. Mit der Seltenheit heroisch, ist ja klar, Elemente-Kombination ist rein, Eis, Licht und Wasser. Wasser hätte ich jetzt nicht genommen, weil Eis und Wasser, nee. Aber gut, Wasser kann er denn kritisieren? Und zwar einmal legendär. Dann ist das Natur und Krieg. Dann ist es Dunkel und einmal Elektro. Krieg ist natürlich klar, also zählen wir jetzt nicht dazu, weil er jetzt die beiden Elemente hat, die Krieg kritisieren kann. Und zum sechsten dann Wasser. Genau, Wasser kann Wasser kritisieren. Wow, nein, Feuer. Eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Kombination, also Eis auf jeden Fall, aber warum schon wieder rein? Warum schon wieder rein? Es ist eine hohe weiße Königin-Drache. Da passt eigentlich rein nicht dazu. Eis ist eigentlich völlig klar. Licht hätte ich so, ist wirklich perfekt ausgewählt. Ich hätte, ja, ist die gute Frage. Wir lesen jetzt mal die Beschreibung. Vielleicht finden wir da besser. Ich hätte dann, glaube ich, Wind genommen, weil ich lese schon ewige Winter über uns herein. Also hätte ich auch Wind genommen. Aber gut, wir lesen mal. Also, der hohe weiße Königin-Drache hat vielleicht eine eisige Erscheinung. Doch die Liebe für ihre Tochter, den weiße Prinzessin-Drache,
Drachen, okay. Gibt es angeblich so noch einen Drachen? Den habe ich jetzt bis jetzt noch nie gehört. Ist sehr stark. Sollte ihr Froststab beschädigt werden, bricht der ewige Winter, ach Winter, oh, über uns herein. Da würde ich. Es ist natürlich meine Meinung. Wenn ihr eine eigene Meinung habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, welche Elemente ihr diesen Drachen gegeben hättet. Ich hätte anstatt rein Wind genommen. Dann Eis, dann Licht. Das letzte Element ist, ja, Wasser hätte ich dann nicht genommen. Die Frage ist, welches Element würde dann besser dazu passen? Vom Design her, okay. Ich finde es okay. Aber rein ist ein bisschen wieder enttäuschend, weil es gibt so viele reinen Drachen und legendär würde es auch nicht dazu passen. Ich sagte, ein Ur auch nicht. Ich hätte, also Wind wäre eigentlich am besten gewählt. Dann Eis, dann Licht. Und dann, ja. Da weiß ich jetzt gerade nicht, welches Element dazu passen würde. Aber vielleicht fällt euch etwas ein. Und ups, wieso habe ich denn. Ach so, ja, ihr seht schon, der hat einen Namen bekommen von einem Freund. Ich bedanke mich ganz herzlich. Aber ich glaube, dass einer von euch jetzt auch den Namen hingeschrieben hat. Also, es bedeutet. Was war denn das nochmal? Es bedeutet auf jeden Fall Seeungeheuer. Irgendwie italienisch, nee, italienisch war das nicht. Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber den Namen fand ich sehr passend. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Aber ich glaube, dass du den Namen eigentlich auch hingeschrieben hast. Aber ich habe die Übersetzung gelesen und Seeungeheuer würde eigentlich am besten passen, bei ganzem Ernst. Es ist ein Seeungeheuer. Ach so, ich habe ganz vergessen die Preise. Wir kriegen einmal den Hungerdrachen. Okay, aber finde ich jetzt nicht ganz so geil. Was ich allerdings geil finde, ist der Wassermann zu Dikados-Drache. Ich weiß, es klingt vielleicht nicht ganz so optimal, aber ich bin schon Sternzeichen Wassermann, also möchte ich mir den auch holen. Also es ist eigentlich relativ egal, welchen Platz ich belege, ich bekomme ihn, muss dafür qualifiziert sein. Der legendäre Drache ist der arktische Wächterdrache. Richtig geil. Also den finde ich richtig geil. Elementkombination, ey, geil. Das ist einfach nur geil. Diesen Drachen finde ich echt super. Momentan bin ich noch Platz 3. Vielleicht versuche ich den Platz 3 zu behalten. Dann kriege ich wenigstens den legendären, weil der ist echt super von Elementkombination her. Und wie auch immer. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich auf. Also, ich weiß noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich den hohen Drachen haben möchte, weil ganz im Ernst, es bringt nicht ehrlich gesagt viel. Und apropos hier seht ihr gerade schon einen Froststab, Eiskristall. Ja, dazu gibt es auch ein. Ups. Dazu gibt es auch ein Event, dass wir uns das auch ganz kurz mal eben schnell angucken werden. Und zwar eine neue Sammlung. Repariere den Froststab, indem du drei Teile des Griffs. Drei Rubine und den wertvollen Eiskristall sammelst und bis zu 640 Kugeln des hohen weiße Königin-Drachen, des weiße Prinzessin-Drachen und des Königin-Champion-Drachen zu erhalten. Okay, also gibt es definitiv dann. Da seht ihr es. 10. bis 21. Dezember. Beende die ewigen Winter, in denen du den Froststab der hohen weißen Königin reparierst und die Geschichte ihrer Tochter, der weißen Prinzessin und deren entfremdeten Vater enthüllst. Aha, also haben wir es mit der ganzen Familie zu tun. Oh Gott, das erinnert mich so ein bisschen an Elsa und Emma. Elsa und Anna. So hieß die. Ach Gott, ich habe Frozen schon so lange nicht mehr geguckt. Also auf jeden Fall sehen wir, 10. bis zum 21. Dezember ist das Heldenrennen. In der Zwischenzeit finden auch dann bei zwei andere Events, wo man die beiden Drachen kriegen kann. Ja, also den da unten finde ich wenigstens noch geil. Ich glaube, das ist die Tochter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Tochter sieht auf jeden Fall sehr cool aus, der Vater, okay. Also wir haben es mit einer ganzen Familie zu tun. Ja, und hier gibt es ein Angebot, wo man heroische Drachen ziehen kann, aber ganz im Ernst, das lohnt sich ja gar nicht. Ach so. Und was ich euch auch nochmal sehr Interessantes zeigen möchte, ganz kurz, aber wirklich ganz schnell. Ich will, das ist eigentlich eher. Oh, toll. Oh, super. Mann, jetzt kann ich das euch nicht zeigen, weil. Ja, weil, wie gesagt, jetzt muss ich ganz nach unten scrollen. Oh, das ist. Keine Ahnung, wo der jetzt.
Auf jeden Fall ist ein. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Elemente der hat. So ein Mist, aber auch weiß ich jetzt gerade nicht. Hoffentlich, ich finde den nochmal wieder. Ich weiß doch gerade nicht den Namen. Aber wir haben auf jeden Fall. Da bin ich ein bisschen enttäuscht und ein bisschen meinte ich eigentlich sehr enttäuscht. Ich bin eigentlich, ja, ich bin eigentlich komplett enttäuscht. Und es hat sich wieder aufgefangen. Oh Mann, ich will eigentlich jetzt schnell hier durchmachen. Ich will eigentlich nicht so viel jetzt labern und so viel euch zeigen. Wenn ich jetzt den Drachen finden würde, wäre das natürlich. Ach, und apropos, ich hab. Oh. Ja, ich darf euch mal ganz kurz demonstrieren, wen ich bekommen habe. Und zwar den Wind, die Titanendrachen. Es gab so ein Event, wo man weniger Dings braucht, um ganz bestimmte Drachen. Ich weiß allerdings nicht, welche Elemente der hat. Was auf jeden Fall Elektro hat er. Elektro hat er, weiß ich auf jeden Fall. Und ich glaube, legendär hat er sogar auch. Soweit ich das weiß, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ansonsten blende ich ganz. Gucke ich mal, ob ich Bilder finde, sodass ich ganz kurz anblenden möchte. Es geht aber um zwei Drachen, die komplett, also absolut sehr ähnlich aussehen. Erstens. Ja, wie soll ich es genau jetzt ausdrücken? Das Design, es wurde kopiert. Das Design wurde kopiert, bis auf die Farbton und bis auf die Elemente. Kombination ist ein bisschen geändert worden, aber ansonsten ist er eigentlich völlig kopiert. Und mit völlig kopiert meinte ich, ja, den hier, den Wunschsterndrachen, seltener legendär rein, legendär Licht und Eis. Erinnert mich so ein bisschen von den Elementkombinationen an etwas wie diesem hier, den hohen Sterndrache. Jetzt haben sie sogar das Design kopiert von einem hohen Drachen. Bisher wurden Design kopiert von, weiß ich nicht, episch, legendär. Und jetzt sogar von hohen Drachen. Ach du liebes bisschen, was ist denn jetzt bei Dragon City los? Oh Mann, ey. Also da. Boah, also da bin ich unglaublich. Ich bin eigentlich nur sprachlos von Dragon City. Weil unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ich bin wirklich jetzt. Ja, ich bin einfach sprachlos, weil ich eigentlich nichts mehr dazu sagen kann. Ich würde mich gerne freuen, wenn ihr dazu was sagt, was eure Meinung ist. Aber ganz im Ernst, jetzt noch ein, jetzt von auch von einem, von einem hohen Drachen das Design zu kopieren für einen legendären Drachen. Einfach unglaublich. Ob es auf die Farben, aber von der Animation her und von dem Körperbau her völlig gleich. Oh Mann. Ja, und das sieht aus. Ja, Stegoschock. Kann man ja eigentlich schon lesen. Es ist ein Stegosaurus. Ach, je. Und wir haben sogar einen sehr interessanten legendären Drachen. Den ich auch herbeirufen konnte. Und momentan züchte ich ja den Schmiededrachen. Wisst ihr ja, dass ich den züchte. Aber es gibt auf jeden Fall ein sehr tolles Update, Dragon City. Auf jeden Fall ein super tolles Update, wo ich eigentlich super zufrieden damit bin. Und zwar hat sich ein bisschen hier geändert. Nicht von, ja, jetzt nicht von den Drachen, sondern etwas völlig anderes, was eigentlich auch sehr wichtig zum Spiel gehört, nämlich Drachen züchten. Man möchte ja sehr viele Drachen haben. Und da haben sie einfach komplett neu alles gestaltet mit mehreren Funktionen. Zum einen sieht es vom Design her wirklich super aus. Und zum anderen kann man jetzt sehen, welche Drachen man bekommen kann, wenn man ganz bestimmte Drachen zusammen in die Brutzuchtdings reinpackt und zusammen, ja. Verbindet oder wie auch immer, welche Drachen man bekommen kann. Das finde ich super interessant, weil dadurch ist es natürlich viel einfacher, Drachen zu züchten. Zum Beispiel diese, ne? Ja, wie züchtet man den
Vermächtnisdrachen, zum Beispiel. Einige fragen, wie züchtet man den? Weil der ja auch nicht ganz so einfach ist zu züchten. Es braucht auch sehr lange Zeit. Und dann kann man es einfach viel einfacher machen, wenn man angezeigt bekommt, ob man den Drachen überhaupt bekommen kann. Und das finde ich wiederum super. Das können wir uns mal demonstrieren. Und zwar einmal, ja, eigentlich jetzt nicht. Und zwar, da, seht ihr. Ich züchte mich auch an ganz, ganz bestimmten Drachen gerade, damit ich so ein bisschen ein paar Sammlungen abschließen kann. Und zum anderen, ja, da natürlich, mir fehlt natürlich der Levitian-Drache. Fange ich jetzt schon an zu züchten. Damit ich den Leviathan-Drachen habe, damit ich zum Schluss den Millennium-Drache, der heißt auf jeden Fall sehr ähnlich wie der Besondere, ne, ihr wisst schon. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wen ich meine. Aber das, nein, ich möchte da jetzt nicht drauf. Entschuldigung bitte, da wollte ich jetzt nicht wirklich drauf. Und zwar legendär. Und zwar, ihr wisst schon, den hier. Also den Millennium-Drachen. Dazu braucht man den Levitian-Drachen. Und den züchte ich jetzt gerade, damit ich ihn zumindest habe und dann ihn züchten kann. Momentan züchte ich den Schmiededrachen. Und den Fußballdrachen habe ich jetzt auch gezüchtet. Und dann kann ich danach den Kluftdrachen züchten. Also das ist schon auf jeden Fall super. Klar, da kann ich das euch gerade nicht zeigen. Aber auf jeden Fall sieht das super cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass ich keine weiteren Drachen habe jetzt, oder? Ich hoffe mal nicht, weil sonst habe ich jetzt wieder vollkommen, ja, verkackt. Nein. Seht ihr, da ist der. Ach, das ist der koreanische Fußballdrache. Ups, Entschuldigung. Es gibt zwei ähnliche vom Design her. Und seht mal, wen ich. Ja, der ist natürlich jetzt auch mal dran, den kann ich auch jetzt stärken. Weil ich genug Kugeln bekommen habe. Komischerweise. Komischerweise jetzt nicht, aber. Ja, den kann ich dann auch gleich stärken. Und ich finde ihn einfach ziemlich geil, dass du zwei Drachen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich habe noch ein paar, zwei... Oh Gott, wir haben drei Leute zu besuchen. Das wollen wir auch noch machen. Das machen wir jetzt gleich sofort. Nachdem wir alle Drachen kontrolliert haben. Ich würde dann erstmal auf Stufe 20. Weil ich jetzt ein bisschen Futter sparen muss, weil ich jetzt heroische Drachen... in den Quests brauche ich jetzt Drachen auf Stufe 38 und ich wollte ein bisschen Futter sparen, damit ich meine hohen Drachen auf Stufe 38 fütter. Weil ich habe ja sehr viel Futter. Oder vielleicht kann ich durchziehen auf Level 40, aber weiß ich nicht. Vielleicht spare ich da noch ein bisschen, weil es wird, glaube ich, immer teurer, ne? Und apropos, nicht vergessen, auf Stufe 37 zu füttern, weil jetzt auch alle auf Stufe 37 sind. Erstmal. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber, guck mal, der Vernunftdrache. Der ist auch nochmal da. Und, ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, in meiner Allianz, falls ihr wirklich... ich brauche insgesamt 30, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich brauche nur noch 30 Kugeln für den Tintendrachen. Und ich finde ihn richtig cool. Und ich würde mich wirklich echt freuen, wenn ihr mir ein paar geben könntet, wenn ihr welche habt. Wenn ihr welche habt, von meiner Allianz meinte ich jetzt. Das wäre echt super, weil ich finde ihn echt schön und er würde sich sehr gut in mein Team, in meinen Drachensammlungen, wie auch immer, sehr gut da einbringen. Und ich würde mich dann echt freuen, wenn ihr mir dann Kugeln geben könntet. Nur wenn ihr die Kugeln habt. Und er hat sich wieder aufgefangen. Keine Ahnung warum. Och nee, Alter, warum denn jetzt, Mann? Hallo? Ah, geht doch. Mann.
Ach, guck mal, wenn ich noch vergessen habe. Den Windheldinnen-Drachen, den habe ich in der Insel mir geholt. Der ist dann auch noch mal dran. Da habe ich natürlich, in der nächsten Folge kommt dann der Wind-Titan-Drache. Das wird dann ungefähr in 3 Tagen oder so, ungefähr, glaube ich, dauert das. Ich glaube nur 2. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ja, der wird ja dann auf jeden Fall in der nächsten Folge kommen. Und ansonsten bis jetzt noch nichts weiteres, bis auf das Hellenrennen zu Ende, klar. Wenn das Hellenrennen zu Ende ist, Mann. Aber ansonsten eigentlich nicht so viel, ne? Habe ich noch sonst noch irgendwas vergessen? Außer, dass ihr gerne Sachen in die Kommentare schreiben dürft. Was ihr zu dem Heldenrennen sagt, was ihr zu dem Hohen Drachen sagt. Was ihr zu den beiden Designs sagt, die ich euch gezeigt habe. Also die Drachen. Ich bin jetzt mal auf Stufe 30. Das waren alle, ne? Ja. Dann können wir jetzt die Leute besuchen. Und zwar einer ist bei mir in der Allianz drin. Anscheinend habe ich dich vergessen zu besuchen. Upsi. Das machen wir ein bisschen schneller durchgegangen, weil ich glaube, die Folge wird dann sonst zu lange. Und dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht heute, die noch fertig zu machen. Weil das dauert dann viel zu lange, die zu schneiden. Deswegen gehe ich ganz kurz einen Schnelldurchlauf. Oha, da hast du dir auf jeden Fall sehr was ausgesucht vom Design her. Oh, du hast zweimal die Heldendrache oder irgendwie so heißt die, ne? Es sieht aber echt schön aus, aber du hast zweimal die hohe Heldin und du hast den hohen Okkult-Titan-Drache. Ach du heilige Scheiße. Tut mir leid. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber was soll ich denn jetzt und den Natur-Titan-Drachen? Ach du liebes bisschen. Und was soll ich jetzt dazu jetzt sagen? Außer wie viel Glück kann man denn haben, den zu ziehen? Ich habe nicht einen einzigen hohen Drachen gezogen. Alle anderen schreiben mir, ja, ich habe 2 gezogen, ja, ich habe 3 gezogen. Was habe ich gezogen? 0. Also wie viel Glück kann man denn eigentlich haben, hä? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr weiterzugucken. Tut mir leid, aber das regt mich gerade ein bisschen auf. Aber ansonsten echt schöne Insel. Ich möchte die jetzt wirklich nicht kritisieren, aber wie viel Glück kann man haben? Und ich krieg dann einfach so Pech und ziehe keinen einzigen hohen Drachen. Ich ziehe wirklich keinen einzigen hohen Drachen. Den einzigen, den ich bisher gezogen habe, wo ich eigentlich nicht so sehr zufrieden bin, ist der hohe Kämpferdrache. Und der hohe Kämpferdrache ist nicht so stark. Ja, deswegen. Ich bin ein bisschen, ja. Tut mir leid, aber ist nichts gegen dich, aber so. Next one. Hallo? Lass es mal bitte jetzt stehen. Das mache ich nächstens gar nichts mehr. So. So. Nächste. Und dann noch einer. Oder eine, wie auch immer. Oh, schön. Du hast auf. Oh, das ist ein bisschen schön gestaltet hier. Das sieht man. Ja, du hast den hohen gefrorenen Drachen, den Juweldrachen, den Oh, du hast den Drachen, cool. Ach, Kriegstitanendrachen, cool. Und den Eisfeuerdrachen. Habe ich nicht bekommen. Wirklich sehr, 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 sehr traurig, dass ich den nicht bekommen habe. Aber nur einen hohen Drachen? Ich hätte hier jetzt ein bisschen mehr. Was war da los? Nicht so viel Glück? Ach, beim nächsten Mal wird es bestimmt was. Tut mir leid, dass ich gerade sehr schnell durchmache, aber wenn ihr wirklich die Folge heute sehen wollt, dann muss es ein bisschen schneller gehen, weil dann dauert das echt 3 oder 4 Stunden, das Ding zu schneiden. Und das ist ja eigentlich dann nicht mehr so gut, nicht mehr so gut machbar oder schaffbar, wie auch immer. Ja.
haben noch irgendwas, noch bis auf den letzten. Bis auf den letzten, den ich besuche. Ich spare jetzt erstmal mein Futter für die hohen Drachen, dass ich dir dann vielleicht erstmal komplett alle auf 40 fütter. Alle. Einen noch. Und zwar die Allianz. Ups, die Allianz heißt... Titan 001. Hä? Was? Hä? Was will denn... Hä? Was will denn... Was? Hä? Was war denn das? Da bist du ja. Puh, ich hätte sonst echt lange suchen müssen, ne? Das wäre dann auch nicht so... reine Drachen. Okay, du machst auf jeden Fall sehr was Interessantes draus. Du hast den hohen wiedergeborenen Drachen. Das ist auf jeden Fall ziemlich guter Drache. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du dann mehrere hohen Drachen gewinnen könntest, damit du dann bessere Chancen hast zu kämpfen. Zu gewinnen gegen andere, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwer. Aber du hast den Sturmbringer-Drachen, cool, und den Eroberdrache, den habe ich auch gezogen, auf meinen anderen Account natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Achso, ich dachte, ich habe einen Titan-Drachen gelesen, Entschuldigung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast gar nicht mal wirklich so schlechte Drachen. Also wirklich gut. Und ich hoffe, ich wünsche dir viel Glück beim Hellenrennen. Ob du gewinnen möchtest, ist natürlich die nächste Frage. Aber ja, wie gesagt, ich wünsche dir trotzdem viel Glück beim Hellenrennen. Weil ich glaube, das würde dir sehr viel, obwohl die haben beide die gleichen Elemente am Anfang. Aber... Ja, vielleicht machst du es trotzdem oder wie auch immer. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Eure drei Inseln waren auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Sehr, sehr schön. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich kann einfach nichts mehr. Ihr bemüht euch, die ganz schön zu gestalten, so wie ihr das möchtet. Das finde ich einfach echt schön. Macht mir wieder Spaß, das anzusehen. Und zum Schluss werden wir nicht kaufen. Nein, werden wir nicht. Sondern wir werden jetzt den stärken. Genau, wir werden jetzt ihn stärken lassen. Ich glaube, dass er zwei Tage braucht. Genau. Dann wird er natürlich dann in der nächsten Folge kommen. Ja, ich glaube, dass wir mehr nicht machen können. Weil hier kann ich nicht weiter kämpfen, weil ich jetzt Drachen auf Stufe 38 brauche. Und hier habe ich gerade gekämpft. Und hier bin ich aber schon sehr weit, sodass ich schon epische Drachen retten kann. Und das ist ziemlich gut. Vielleicht kann ich, bestimmt kenne ich es. Ja, ich kann kämpfen. Dann nehmen wir nochmal den hohen Sternennebeldrachen und bringen ihn auf A+. Und danach ist der... Ja, mein Lieblingshoher Drache, obwohl der leider nicht ganz so stark ist. Leider hätte ich, glaube ich, eher einen besseren Drachen nehmen sollen. Da warte ich jetzt mal. Da brauche ich jetzt nicht zu drehen. Ich warte dann, bis ich züchten oder ausbrüten muss, weil ihr seht jetzt, das wird dann nicht funktionieren. Und das werde ich dann auch tun. So haben wir irgendwelche coolen Drachen im Angebot, außer den Sturmbringer-Drachen, aber den werde ich jetzt nicht kaufen, weil, ja... Ich werde die Edelsteine jetzt sparen für Insel, ihr wisst schon, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Hellenrennen, wenn ihr den gewinnen möchtet.
Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon City wieder. Bis dahin, ciao!